Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren hier drinnen und an den Bildschirmen. Ich beginne mit dem Bundesstraßenmautgesetz, sprich mit der Neuregelung der digitalen Vignette und gehe gleich mitten in die Sache hinein. Ja, wir Grüne finden es gut, dass es jetzt die digitale Vignette gibt. Ich habe es immer gehasst, das depperte Ding mühsam von der Windschutzscheibe herunter zu kratzen, habe ich jedes Mal geärgert. Und ich kenne viele Autos, wo an der Windschutzscheibe eine ganze Armada von Vignetten obliegt. Schaut nicht gut aus, ist einfach lästig. Also wir haben nach vielen Jahren endlich die digitale Vignette erreicht und das ist gut so, daher stimmen wir zu. So, wenn man jetzt aber meint, dass die digitale Vignette ein besonderes Problem löst, dann weit gefehlt. Und da verstehe ich den Kollegen Heinzel überhaupt nicht, wie er die ASFINAG so loben kann. Fein ist die digitale Vignette für die Österreicherinnen und Österreicher, die sich eine Jahresvignette kaufen. Die müssen das nicht mehr aufpicken und aberkratzen, sondern die melden sich, wenn sie wollen, online an und dann kriegen sie die und fertig und kontrolliert wird es über die Kontrolle der Kennzeichen. Da haben die Wechselkennzeichen Eigentümer auch einen Vorteil. Das ist alles gut und schön. Aber jetzt geht es um die Millionen von Urlaubern, die durch unser Land fahren oder in unser Land kommen. Da möchte man meinen, für die ist es super einfach. Die lösen online die digitale Vignette und dann kommen sie zu uns. So, und da gibt es aber große Hindernisse, denn 18 Tage vor Fahrtantritt müssen sie das online buchen, sonst gilt das nicht. Hintergrund ist eine Konsumentenschutzrichtlinie der EU, umgesetzt in Österreich mit dem Fernabsatzgesetz. So. Jetzt stellen Sie sich vor, den Münchner, der nach Tirol zum Skifahren kommt und der denkt sich, nächstes Wochenende fahre ich, wenn das Wetter schön ist, zum Skifahren nach Tirol, dafür brauche ich eine Vignette. Ja, glaubt ihr, dass der rechnet 18 Tage vorher, wann muss ich da online buchen, dass ich das habe? Ja, vielleicht fährt er gar nicht, weil das Wetter schlecht ist. Also ja, der kann an der Grenze ausfahren. Und an der Vorverkaufsstelle, wo er bisher die Klebevignette gekauft hat, eine digitale Vignette kaufen. Also der Aufwand ist ganz gleich. Kein Unterschied und daher wird es auf den Urlauberreiseverkehr kaum eine Auswirkung haben und nichts bringen. Und die Deutschen und die Italiener werden sich weiterhin über die depperten Österreicher ärgern, die nichts Scheiters zusammenbringen. So, jetzt retour, die Ungarn. Na, ich nehme alles zurück, Das war flapsig gesagt, nehme ich zurück. Ich verurteile den fehlenden Weitblick der ASFINAG-Führung, die nicht in der Lage ist, etwas zu machen, was die Ungarn vor Jahren schon zusammengebracht haben. Da gibt es nur noch die digitale Vignette. In Ungarn funktioniert es reibungslos. Wir schimpfen heute ganz viel und zu Recht über die Ungarn. Aber bei der digitalen Vignette sind sie uns um Jahre voraus. Ich komme zurück zur ÖBB, auch ein Staatsunternehmen, in diesem Fall eher rot angehaucht. Da gibt es auch das digitale Ticket. Kaufen ständig Leute von uns. Das buche ich. Für dieses digitale Ticket gilt das gleiche Fernabsatzgesetz in Umsetzung dieser Richtlinie. Und da funktioniert es. Wieso funktioniert es? Weil die ÖBB haben den Schaffner und der Schaffner kommt und schaut, ist das digitale Ticket ausgedruckt, ist es gültig, ja oder nein? Und der checkt es. Und da kann man auch 18 Tage vor Fahrtantritt mit dem digitalen Ticket Zugs fahren. Jetzt ist die Frage, wieso geht es bei der ASFINAG nicht? Einfache Antwort, ja, die haben ja keine Schaffner. Richtig. Aber sie haben was anderes. Sie haben auf dem gesamten Straßennetz jene Kameras hängen, wo die LKWs heute überprüft werden, ob die ihre Maut auch richtig bezahlen. Genau diese Kameras hätte man nur nachrüsten müssen, um das hinzubringen, dass man online die Vignette am Tag vorher kauft oder am selben Tag und dann fort. Die ASFINAG war nicht in der Lage, etwas, was die ÖBB zusammenbringen, für ihr System mit ihren Kameras, die sie ohnehin schon haben, zu machen. Und daher plagen wir vor allem die ausländischen Urlauber weiterhin, dass sie sich überlegen müssen. Entweder
buche ich 18 Tage vor Fahrtantritt meine Online-Vignette, oder ich muss weiterhin vor der Grenze zu einer Vorverkaufsstelle fahren und mich dort digital einloggen oder weiterhin eine Klebevignette kaufen. Das Ganze ist einfach wie das Hornberger Schießen. Ja? Eine groß und toll angekündigte Lösung, die im Detail wirklich nichts bringt, und zwar vor allem für unsere ausländischen Urlauber. Die ärgern sich weiter über uns und werden sich fragen, wieso können die Ungarn etwas und die Österreicher nicht. Das zum einen. Und wir werden übrigens dem Antrag Hagen zustimmen, weil der will mit Hilfe der digitalen Vignette so eine Kurzzeit-Vignette einführen, ist gescheit. Wir wollen das Anliegen der Carmen nicht unterstützen, weil die will eine Ausnahme von der Vignette. Ich finde, wenn man eine digitale Vignette macht, kann man sie auch Kurzzeit anlegen, wie ich soeben ausgeführt habe. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Es geht um die PKW-Maut in Deutschland, da kann ich es kurz machen. Ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, Verkehrssprecher der Grünen im Deutschen Bundestag, der hat zu den Mautplänen der Deutschen und des Herrn Verkehrsministers Dobrindt gesagt, die deutsche Autobahnmaut ist eine in Gesetz gegossene Bierzeltparole der CSU. Ich finde, mehr kann man dazu nicht sagen. Eine in Gesetz gegossene Bierzeltparole der CSU. Und wenn die diskriminierend ist für EU-Ausländerinnen, dann werden wir hoffentlich dagegen klagen, Herr Minister. Da haben Sie jedenfalls unsere Unterstützung. Der grüne Verkehrssprecher Willi ist für die digitale Vignette, obwohl sie große Hindernisse für Ausländer bringt. Die müssen 18 Tage vor Einreise buchen. Für den Urlauberreiseverkehr wird das keine Entlastung bringen.